Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Schönen guten, Morgen, Mittag oder Abend. Ihr seht schon, dies ist kein Livestream, sondern ein Video. Wieso, weshalb, warum ich jetzt hier auf einmal ein Video mache und kein Livestream, erklärt es euch im Laufe von dem Video. Aber erstmal willkommen, ich hoffe, euch geht es gut. Ja, wir haben heute Sonntag, den 19.04.2020 und ich fasse seit einer Woche mal wieder Animal Crossing an, dementsprechend, sorry Leute, es tut mir leid, ich werde mich in dem Video für alles rechtfertigen, was in der letzten Woche nicht ganz optimal gelaufen ist. Aber erstmal haben wir hier den Nestle und Melinda, die uns alle begrüßt. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 19. April 2020, 11.43 Uhr hier auf Geese Island. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Aber, hört mal, ich habe endlich mein Kreuzworträtsel gelöst. Das ist doch schön. Ah, du liebe Goethe, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten. Und damit mache ich mich wieder daran, euer Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, was jetzt mal als erstes machen, weshalb ich hier unbedingt diesen Part noch vor 12 Uhr aufnehmen wollte am Sonntag, ist, dass wir die gute Oma besuchen. Ja, wir sind doch in unserem Hasengewand, merke ich hier gerade. Was wir jetzt mal machen, wir suchen mal die die Dame, die uns immer die schönen Dame hier, die Rübentante, und wir kaufen mal Rüben. Das ist mal die erste Sache, die ganz wichtig ist. Und zwar, ich kaufe wirklich erstmal nur 10. Nee, ich kaufe wirklich mal 20. Ich setze mal auf ein bisschen mehr. Red 9. 20, nicht 200. Was nicht schief gelaufen gerade. Tschüss, muss man erst aufpassen, ne? So, so besser. 20 Stück, genau. Besser als 20.000, ja, so, ja. Wie gesagt, ich werde erstmal relativ einfach in dieses Geschäft mit den Rüben reingehen und das Home gut funktioniert erst oder funktioniert es halt eben auch nicht. Das hat sich das ist so ein bisschen zu kritische Lage. So, schau doch mal, wo wir dann ab morgen vielleicht sogar ganz gut loswerden können. Ja, also jetzt fragt ihr bestimmt, was ist überhaupt letzte Woche passiert und alles, kein erster Tag, nicht das. Es tut mir leid. Ich wollte es streamen letzte Woche und das hat voll funktioniert mit den Ameisenhaufen. Das ist ja cool. Ich muss gleich alles fangen hier. Yeah, ich habe eine Ameise gefangen. Perfekt. Gut. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte erst mehr streamen letzte Woche, aber es war einmal so für das Wetter, dann gab es noch einfach jetzt ein paar andere Sachen irgendwie, was alles irgendwie, also, und ich habe mir generell auch wirklich nochmal jetzt lange Gedanken gemacht, habe auch mit ein paar Freunden noch gesprochen und so weiter und so fort, und ich habe mir jetzt ein endgültiges Streaming-Video. Aber ich mir jetzt was überlegt, weil täglich streamen, das haut bei mir vorne und hinten nicht drin. Das weiß ich, das kennen wir. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das ist wieder ein bisschen mehr auch auf Videos umsteigen. Und das müsste eigentlich funktionieren. Ich mache es jetzt nämlich so: Mein Plan ist, ich tue täglich Videos hochladen, davon mehrere. Die ist auch eine gewisse Vorproduzier-Taktik, dann was alles machen werde. Werde ich eben einmal Videos hochladen technisch und dann werde ich aller Voraussicht nach eben auch noch alle paar Tage live streamen.
mein Plan war da jetzt wie folgt. Also ich tue täglich Videos hochladen, also täglich einmal Animal Crossing, wo es aber wirklich primär in der Story weitermacht, wie jetzt zum Beispiel hier, wo es das Platin auch was kaufen wird, damit sie endlich mal bei mir einzieht. Also so Story-testlich, weil es da wirklich ein bisschen so ein Hinterherhängen wird. Das haue, dass es da definitiv einiges in absehbarer Zeit aufholt. Ich ziehe mich zwar das einfach mal um, während ich laber. Dann werde ich definitiv natürlich noch die Community-Parts nach wie vor machen. Da heißt, ihr kommt auf meine Insel, ich gehe auf eure Insel und so weiter. Die mache ich auch nach wie vor noch als Livestream. Und da habe ich mir nämlich auch ein bisschen was überlegt, wie ich das am dümmsten mache. Und zwar, ich werde nicht jeden Tag Livestream, sondern es hat ein paar Tage, wo es Livestream und da werde ich Animal Crossing Livestream, aber auch noch was anderes. So, und hier ist ja ganz und volles geworden. Komme ich überhaupt hin zu meinem Kleiderschrank hier? Ich glaube nicht, ne? Da muss ich die Kultur mal ein bisschen hier auf die Seite stellen. Guck mal, die war hier hin dann. Ja, passt. So. Also, jetzt machen wir es wieder einmal auf ganz, ja, es wird mich wieder ganz schick hier anziehen. Mit Hut und Schnurrbart und allem drum und dran, wie es sein muss. So gehört es das. Könnte ich auch meine Krone hier aufsetzen. Juhuhu. Oder meine krasse Maske, die ich hier habe. Ja. Hab aber doch so ein paar Sachen insgesamt hier in meinem schönen Kleiderschrank drin, die ja erst schön sind. Aber ich glaube, es bleibt doch beim Oldschool. Das ist doch schön. Gut. Perfekt. Dann sehen wir wenigstens wieder relativ gut hier aus. Das ist auch eine schöne Sache. Also, auf jeden Fall, zum Thema Livestream, habe ich mir jetzt überlegt. Ich glaube, ich werde auch eine Handy-News-Ausgabe machen. Morgen muss ich das mal ein bisschen genauer erklären. Am Montagmorgen, wann ist das genau Livestream? Ab morgen geht das eigentlich erst richtig los, ne? Ich werde unter der Woche ein paar Mal Livestreamen. Wochenende, was halt ich das? Weil Wochenende will ich wirklich für meine Freunde und Familie freisaffeln. Werde ich aber morgen gerade in den Handy-News-Part mehr sagen. Das ist ein Geldbombe, das ist gerade. David, was hast du denn nur die ganze Zeit gestärkt? Ist alles in Ordnung? Lass mich raten. Du hast es bestimmt irgendwo in einem guten Buch verlesen. Ich habe tatsächlich ein Buch für die Schule gelesen. Und das Buch ist so bescheuert. Also, falls ihr mal Romeo und Julia auf dem Dorfe, die Novellausgabe, boah. Das ist eins von diesen Pflichtlektüren, die man halt bis zum Abi gelesen haben muss. Und die sind, nicht geil. Sag mir erstmal so. Okay. So, jetzt holen wir uns doch erst. Warte, wir hatten hier so einen. Genau. Damit konnten wir uns dann auch rüber bewegen. Wenn da nichts im Weg steht, zumindest. So, Rüttel, Rüttel, Baum. Hier fällt jetzt ein bisschen Money runter. Das ist perfekt. Ja, wir müssen wieder Geld machen, alles, dass das weiß ist. Wir haben auch einiges verpasst in den Games. Zum Beispiel. Boah, was ist das für ein Shit? Beispiel die ersten Tag-Sache und alles, habe ich nur ein bisschen mal gezeigt. Es tut mir wirklich leid. Gerade bei so einem Game, es tut mir wirklich leid, dass es da als letzte Woche so inaktiv war. Ich habe einen anderen Teil mir auch verpasst. Es tut mir leid. Ja, I'm sorry. Aber wie gesagt, ich denke mal dadurch, dass ich jetzt auch Videos mache, sollte die auch für aufnehmen kann, wenn ich Zeit habe und nicht so fest nur immer streamen muss, sollte es besser klappen. Weil dieses immer Stream um 17 Uhr, das haut bei mir einfach nicht hin. Da kommt zu sehr Real Life entgegen, wisst ihr, weil ich habe einen Hund, um den ich mich kümmern muss. Und doch vieles mehr, also das ist, deshalb, ja, manchmal klappt das, manchmal glaubt es nicht, ja, dementsprechend. So, hallihallo, was gibt's denn heute hier so? Das glaubst du, den hab ich doch so, oder? Das ist ein Profi-Tummern-Gerät, genau. Das will ich nicht, aber ich bin vielleicht an die Gitarre interessiert, weil sie was normalerweise Farbe ist habe. Ich soll noch erstmal, wie viel die kosten würde. Okay, das wäre mal an sich ein relativ guter Preis, aber ich glaube, ich habe das bei mir eine andere Farbe. Aber das haust einfach mal gesagt nach. Weil wenn ja, dann werde ich mir die holen. Weil habe ich nämlich so verschiedenfarbige getan. Das ist ja eine ganz coole Sache. Aber so ist die so Gitarren sammelt, so nach dem Motto. Das ist ja immer. Das ist auch ganz cool. Ja, ich finde Animal Crossing, das ist
eigenes Ereignis, das ist sogar fast wirklich mehr um Videos zu machen, wie ich es finde, weil solche Partys hier live zu streamen ist nicht das Sinnvollste der Welt und ich komme einfach mehr dazu, Videos zu machen. Ganz ehrlich, es ist täglich live stream packe ich einfach nicht, auch wegen Schule und allem dran drum und dran. Das ist, ja, wisst Bescheid, ne? Ich denke mal, da ist die Livestream-Variante jetzt von uns alle eine bisschen, was habe ich jetzt abgehört? Ich habe was abgehängt, was ich kurz darauf wieder hingemacht habe. Ah ja, diese schöne Logik in das Spiel. Da, Exit. Run, run, run. Oh mein Gott. So, ihr merkt schon, weil ich sag das zwar oft, aber ich bin jetzt auch wieder durchaus motiviert und aktiv dabei, jetzt hier meine Videos zu machen. Ich habe auch so ein neues Projekt angefangen aufzunehmen, was am Montag, also was morgen online kommen wird. Haha, das wird cringe pur. Ihr könnt ja aber raten, um welches Projekt es geht, aber es wird cringe pur. Das was Presse soll es. Ja. Und so cringe pur Projekte sind irgendwie immer toll. Und vielleicht für die, die es interessiert, wie es mein Animal Crossing Gameplay weitergeht, als Hinweis, ich werde in einem morgigen Part mit der, also, ja. Na, vielleicht kommt er noch heute online, weiß noch nicht, aber auf jeden Fall im nächsten Part, egal ob Leute morgen online kommen, werde ich gezielt in der Story weitermachen. Das mache ich aber bewusst erst morgen, weil ich heute noch ein paar Sachen, organisatorische Sachen in-game machen wollte. Und drum und dran, aber ab morgen geht's da wirklich, oder halt am nächsten Part geht's mit der Story weiter. Ja. Yay, was ich auch mal sagen kann, am Montag, also bis morgen Abend, Montagabend, also der 20.04. werde ich definitiv ein wieder Animal Crossing Part machen. Wo ich mir mal, wo immer wieder auf meine Insel können und so weiter, die wird's morgen Abend geben. 20 Uhr und erst dem Espresso zu mal mehr. So, wir haben ein bisschen was an Post bekommen, merke ich. Das ist sehr nett. Nämlich einmal von der Akademie. Jetzt haben wir nochmal, was die uns geschenkt haben hier. Weil Post muss man auch mal aufmachen, das ist eine durchaus wichtige Sache. Nämlich ein Silberrang-Abseits. Der wird immer besser hier. Dann vom Alex. Frohe Ostern! Oh, ist ja nett, dass ich mir Ostersachen geschenkt habe. Es tut mir so leid, dass ich da, wie gesagt, zu Ostern nichts gemacht habe. Ich wollte eigentlich etwas machen, aber es ging nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mich nochmal wiederholen, ne? Und auch an Tammy, vielen Dank fürs Geschenk. Sehr, sehr nett. Und zwar ein Yay, eine Filmmusik. Perfekt, die tun wir doch gleich mal in unseren schönen in so eine Zugbox rein und da machen wir ein bisschen Musik an. Also echt Leute, nochmal sorry, dass das die letzte Woche nichts kam. Das tut mir leid. Wie gesagt. Ich hatte leider auch noch ein Real Life. Nice Filmmusik haben wir hier auf jeden Fall drin laufen. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Gut, eine Sache wollte ich noch geschwind machen. Wir haben doch irgendwo, glaube ich, auch eine Brücke. Genau, ich wollte mal schauen, wie viel es eigentlich mit der Brücke jetzt schon aussieht. Da wieder was wieder einzahlen hier, damit die schneller fertig wird. Das ist auch eine Sache, die ihr gerne machen könnt. Hust, hust, wenn ihr Montagabend auf meine Insel kommt. Natürlich auf freiwilligen Basis, ne? Immerhin haben wir schon mal 10.000, das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich habe ein bisschen größeren Betrag, wirklich nämlich mal 20.000 in diese Brücke reinhauen. Weil ich will, dass sie irgendwann fertig wird. So. Also wenn ihr kommt heute, könnt ihr gerne mal was da lassen, du Wurst. So. Es gibt natürlich noch ein paar allgemeine Sachen, wie zum Beispiel wieder ein bisschen Zeugs von den Bäumen ernten und halt in der Story weitermachen. Das sind Geschichten, die werde ich heute oder morgen halt, je nachdem, meine Part online kommt, machen. Aber eine Sache, die ich definitiv heute noch mache, ist einmal Tina anspressen, weil bevor ich das sonst noch vergesse.
Guten Morgen, David. Schön, dass du mal bei mir vorbeischaust. Womit kann ich dir heute bedienen? Zeig mir das Angebot. Aber natürlich, schau dir das Ganze nur an, ob du das davon kaufen möchtest. Hier gilt auch wieder, egal ob es mir gefällt oder nicht, wir kaufen einen Haufen Zeugs, zum Beispiel die Passur, einfach damit die bei uns hinkommt. Ja, da muss man da ein bisschen was investieren, aber das ist ja irgendwo auch eine gute Sache. Ja komm, das Nuller nehmen wir noch. Das Nuller ist auch immer eine coole Sache. Ja, wir lassen jetzt die erste bisschen Geld über. I know. Der Hut, das sieht ja fast aus wie ein Hut, den ich in Real Life trage. Die müssen wir auf jeden Fall nehmen. Dann, der aber quasi dasselbe Art. Ich darf es mir erst noch so eine Hawaii holen. Da bin ich erst als ich erst also alles aus wie der Dude da. Das glaube ich, das mache ich erst. Ja, das Ding wollen wir jetzt auch noch. Aber da müsste es eigentlich erst passen. Hoffe ich jetzt mal, weil jetzt habe ich wirklich ein bisschen Geld hier auszugeben. Und eben hat noch so. Noch Forsthemd und noch das lange Armpolohemd. Aber dann war es jetzt ein Kritik. Also jetzt glaube ich, müssten wir mit Tina erst mit genügend Stuff bestückt haben, dass sie endlich mal ihre Hufen hierher schwingt und ihre Ladenbahn aufmacht. Zumindest kann man dies hoffen. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ja, wenn wir mal das machen, hoffe ich mal, dass sie bald ihren Laden öffnen. Aber oh, das heißt, ich ziehe mich doch mal jetzt um und wieder mein Hawaii-Hemd und meinen Hut anziehen. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich kein Hawaii-Hemd, deshalb. Ich hatte eins, aber das ist beim letzten Sommer irgendwie verloren gegangen am See. Sehr kritische Sache, wenn ein Hawaii-Hemd am See verloren geht. Und das haben wir also jetzt mal kein Hawaii-Hemd mehr. Müsst ihr auf jeden Fall mal ein neues kaufen, auch im Sommer hin, weil ich bin Typ, ist den Sommer bei der Sonnenbrille, die kennt ihr ja schon, hat seinen Anfangspartner an, aber ja mit auf meinem Hut, ne, und dann auch damit glaubst du das Gegenteil, weil es ist einfach der Inbegriff von Sommer. Dementsprechend ziehen wir wieder mein, ja, der Hut sieht doch sehr schön aus, also das war nicht nach Sommersreit hier dann, weil es auch nicht ist. Was ist das? Ich will nicht meine hässlichen Neon-Legends anziehen und das Ding will ich auch nicht. Dafür will ich wieder meine geile, aber boah, die Blumensonnenbrille ist halt so ein bisschen, ne. Aber es sieht nach Sommer aus, das ist das Wichtige. Noch meine Adiletten. Dann haben wir jetzt so irgendwas, das nach Sommer aussieht. Nee, da tue ich lieber meinen krassen Hut aufziehen. Ja, und das Ding, der Subat kommt auch weg. So, jetzt sehe ich doch aus wie ein wirklicher Urlaub-Dude, das passt doch perfekt. So muss das sein. Weil ein Anzug ist auch toll, den wird man dann bei krassen Ereignissen tragen können, tragen müssen, tragen wollen. Aber jetzt soweit ist das so ein perfektes Outfit. Ich würde auch sagen, es muss aber beschweren kann man das da jetzt eher weniger. Na gut, Leute, das soll es dann auch so für den Part hier tatsächlich gewesen sein für heute. Das sollte einfach nur so Nebensaison sein, damit ihr wisst, so, ich lebe noch. Und hier geht es auch noch weiter. Also, definitiv da. Keine Angst haben. Denkt an euch und machen wir alles gleich aus jeden Fall hier weiter. Aber ich will jetzt eben erstmal wieder ein Video vorprobieren. Mehr dazu morgen beim Sendlos. Jetzt danke fürs aber ganz herzlich beim Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.